Mein Name ist Marco Büchel, ich bin ehemaliger Skirennläufer und Kitzbühelsieger und ich liebe die Berge, vor allem wenn ich mit den Skiern über die Pisten fetzen darf. Ich bin Didier Küsch, fünffacher Kitzbühelsieger und Rekordhalter, fahre immer noch wieder gern Ski, trotz dass ich nicht mehr in die Toren fahre. Du, Didier, das macht schon Spaß, hinter dir herzufahren. Und ich gebe es ja ungern zu, ich kann noch was lernen von dir. Du bist heute erstmals diesen V-Shape V8 gefahren. Was war dein erster Eindruck? Ich muss sagen, wow. Für einen Ski, der eigentlich so leicht gebaut ist, war er eigentlich sehr, sehr stabil in den Kurven. Und vor allem sehr spielerisch. Man kann vom Radius wählen, vom langen Radius bis kurzen Radius. Ein gelungener Aufbau vom Ski. Hat er die, obwohl er, du hast es gesagt, er ist leicht, hat er trotzdem die nötige Stabilität und den nötigen Grip, weil heute war es ja ziemlich hart auf der Piste? Ja, das hat er gehabt und das ist nochmal überraschend, weil einen leichten Ski zu bauen, der genug Stabilität hat, ist gar nicht so einfach und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, das habe ich gemerkt. Der Spaß ist noch nicht vorbei, ich glaube, wir gehen nochmals fahren. Okay. Oder? Gehen wir nochmal. Was für ein Traumtag. Hey, das war richtig genial, mit dir zu fetzen heute. Ja, richtig ein cooler Tag, ja. Kommen wir auf den Schuh zu sprechen. Nexo Light mit Stabilität 130. Ist das für dich eine mit 130er Flex? Passt das für dich? Ja, eigentlich, ich habe sie noch am Fuß. Spürt man auch nicht, weil sie so leicht sind und bequem sind. Ja. Natürlich schon ein großer Schritt zum damaligen Rennschuh, aber eben bequem, weil man muss ja auch nicht mehr so viel drucken, dass das ganze Material reagiert, wie man will. Da braucht man eigentlich den Rennschuh nicht mehr. Diese V-Shape, diese Form, die von der Bindung nach vorne schön in diesem V-Ausschnitt läuft, hinten ein bisschen schmaler ist, nicht so breit tailliert. Spürst du das beim Schwung, dass er dich am Ende der Kurve nicht zu stark nach hinten drückt, aber trotzdem Tempo generiert? Ja, der macht ein gesundes Tempo aus, aus dem Schwung. Und ich hatte nie das Gefühl, dass er mir da aushebelt, weil er nicht genug Shape hat hinten. Okay. Das war ein geiler Skitag. Wirklich schön fetzen, so knapp beieinander, also fast schon wie in alten Zeiten, gell? Solche Tage sonst noch mehr geben. Ja. Danke, Marco. Ich hätte gerne mehr so Tage. Danke.